Hi Leute, hier ist wieder Füssen aus Berlin. Ja, heute wieder mal eine Analyse, Tanita-Analyse. Fett und weiß ich was. Das habe ich am Anfang des Jahres gemacht, bin aber dazu noch nicht gekommen, das mit euch auszuwerten und euch zu zeigen. Ja, die Ergebnisse waren diesmal nicht so gut. Ich habe schon ziemlich viel zugenommen, 4 Kilo insgesamt. Habe ich auch noch nicht runter. Aber egal, darum geht es nicht. Wir werden uns die Werte ansehen. Und ja, und im Juni mache ich dann nochmal eins. Und dann schauen wir mal, ob sich da was verbessert hat. So, okay, das waren die Werte aus dem Vorjahr im Juli. Da hatte ich noch 70,4 Kilo. Da ist der Arzt 24,1. Ich muss aber auch sagen, ich habe damals eine ganz andere, da hatte ich noch nicht so viel. Ja, im Sommer habe ich einfach anders gegessen, den ganzen Sommer über. Nicht so viel fettiges Zeug, mir ganz viel Obst und Gemüse und bin geschwommen und habe nicht so viel Fitnesstraining gemacht. Und ich glaube, das spiegelt das auch wieder. Wenn man auch hier sieht, da bin ich versteckt fettleibig, habe da wenig Muskeln und im Gegensatz dazu bin ich hier solide gebaut auf der rechten Seite. Also ich bin schon, habe schon Fett sozusagen, aber habe auch ziemlich viel Muskeln, ne? Also überproportional Muskeln, obwohl die Muskelmasse, ah doch, da habe ich zugenommen. Also ich habe auf jeden Fall Muskelmasse angesetzt. Obwohl, ja, doch. Also grün ist noch der Bereich, glaube ich, je mehr man nach rechts geht, umso mehr Muskeln hat man. Und dann bin ich jetzt im rechten Bereich. Genau. Aber was halt wichtig wäre, hierhin zu kommen, gesund, muskulös. Ja, gehen wir mal weiter. Hier, der Fettbereich war damals, der Fettanteil war 36,1. Der war schon immer noch ein bisschen überhöht. Und jetzt ist er 37,0. Also auf jeden Fall nochmal 0,9% zugelegt an Muskelmasse. Muss aber sagen, wenn ich zunehme, nehmen auch meine Brüste zu. Und das ist ja, Brüste sind Fett. Denk mir, die Brüste haben einfach Fett angesetzt. So, die Fettmasse an sich, 25,4 Kilogramm war es. Und man sollte nicht über 23,9 gehen. Sogar hier ist die Karenz, hat sich verschoben, 24,1. Vielleicht liegt es, keine Ahnung, woran es liegt, dass es jetzt ein bisschen höher ist. Aber ich liege definitiv noch mit 27,4 einfach viel zu höher, viel zu hoch darüber. So, die fettfreie Masse ist 45 Kilo hier. Und da habe ich die fettfreie Masse 46,7. Also das hört sich schon ganz gut an. Dann hier die Muskelmasse ist 42,7. Ja, ist noch im unteren Bereich. Und hier ist sie 44,3. Und die ist aber sehr im oberen Bereich. Was mich wundert, diese Werte. Wenn ich jetzt so sehe, haben sich total verändert. Vorher waren die Idealwerte 51,4 höchstens. Und jetzt sind sie bei 43,6. Und ich bin schon über den Idealwert. Das ist ja eigenartig. Egal. Muss ich nicht verstehen. So, hier sind 2,3 Gramm Knochenmasse. Und die Knochenmasse hat zugenommen. 2,4 Gramm ist auch ganz klar, weil man sozusagen, ja, je mehr man sich bewegt, umso mehr Knochenanteil erhöht sich. Das ist der BMI, das von 28,2, was noch halbwegs im normalen Bereich war, dramatisch auf 29,7 angestiegen. Ist schon über. Also Übergewicht.
Skelettmuskelmasse ist 22,9, das hat sich nicht verändert. Mein Stoffwechselalter war da 54, jetzt bin ich hier 57, was meinem Alter fast entspricht, also ein Jahr jünger nur. Und hier sind noch andere Werte wie TBW und so weiter. Was hier für mich wichtig ist, ist der Viszeralfettanteil. Der war bei 8 und ist um einen Punkt gestiegen auf 9. So, mein Grundumsatz ist von 1352 auf 14 auf 1204 gestiegen. Und ansonsten ist die Balance eigentlich immer noch gegeben. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, obwohl hier bin ich etwas tiefer, obwohl rechts und links eigentlich die Balance gegeben ist, aber die Muskel Beinbewertung, da bin ich irgendwie bei einem Bein etwas niedriger. Und das sieht man hier, glaube ich, auch. Obwohl hier sind es 4,6 Gramm. Ne, hier 6,9 Gramm und 7,0. Und hier habe ich aber 7,1 Kilogramm Muskelmasse. Da habe ich echt zugenommen. Das ist ja auch ganz klar. Ich mache mehr Training. Und auch, ja, ich jogge und so weiter. Auch die Arme haben von 1,9 auf 2,1 beides gleich zugenommen. Nur der Fettanteil, der ist ein bisschen unterschiedlich. Da war hier 43,3 und 42,2 für die Arme. Das ist angestiegen auf 43,7 und 42,4. Das ist eine sehr hohe Diskrepanz, muss ich jetzt aber sagen. Also mein linker Arm hat ziemlich viel Fett angesetzt. Und die Beine haben 40,8 und 40,7. Und hier sind sie 38,9 und 38,8. Also die Beine sind auch, haben auch ein bisschen mehr Fett. Ja, und ihr denkt euch, ist sie jetzt gefrustet mit den Ergebnissen? Nee, bin ich ehrlich gesagt nicht. Mache ja auch jetzt ein bisschen mehr Fitness und Gewichte heben und so, dann passiert es halt auch, dass man einfach mehr isst, um einfach Muskelmasse aufzubauen. Das macht man umsonst, nicht umsonst, unbewusst, dass man einfach mehr isst, weil der Körper einfach mehr davon benötigt. Und wenn man etwas ein bisschen zu viel isst, dann setzt der Körper das halt als Fett an. Das ist auch ganz normal. Natürlich würde ich weniger Gewicht schon bevorzugen, weil ich möchte ja auch nur, dass meine Klamotten passen. Aber ich denke mir, wenn es dann wieder wärmer wird, werde ich automatisch wieder weniger essen. Es ist immer so, wenn es wärmer wird, habe ich nicht so einen großen Hunger. Und dann kommt hinzu, dass ich einfach andere Sachen essen werde. Also jetzt momentan esse ich wirklich immer noch viel fettiges Zeug, weil es einfach kalt ist und irgendwie unbewusst mein Körper sich danach verlangt. Aber ja, und im November und im Dezember habe ich ja sehr viel so eine Sachen gegessen. Und das werde ich dann auch wieder reduzieren, wenn es wärmer wird, weil dann wird mir einfach warm von dem Zeug und dann esse ich das auch automatisch nicht. Also meine Ernährung ist schon ein bisschen anders im Sommer. Daher macht mir das jetzt nicht so ein Kopfzerbrechen, obwohl ich eigentlich abnehmen will. Aber bei Muskeln ist es so eine Sache. Ich habe ja vorher nur getanzt. Das war ja mehr Cardio. Und bei Muskeln ist es so eine Sache. Am Anfang hat man das Gefühl, man nimmt nicht ab, man nimmt nur zu. Und dann plötzlich von heute auf morgen wird es weniger. Also es ist ganz komisch. Und dann wird man schlanker. Der Stoffwechsel muss erstmal sich darauf einstellen. Also ich habe da jetzt keine Bedenken. Ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie fetter oder so. Meine Sachen passen halt noch und daher mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen. Ja, im Juni kommt das nächste Update und dann besprechen wir die anderen Werte. Und dann schauen wir, wie sich das wieder verändert hat. Weil es kann ja sein, dass ich dann vielleicht ein bisschen mehr schwimmen gehe. Und das wirkt sich natürlich darauf aus. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Über Kommentare würde ich mich freuen und Abo nicht vergessen. Tschüss!